Ja, wir befinden uns hier in Hamburg-Blankenese und wir wollen heute die Künstlerin Ulrike Loos besuchen. Los geht's! So, da muss ich jetzt hoch. Ja, wir sind heute zu Gast hier bei der Künstlerin Ulrike Loos im schönen Hamburg-Blankenese. Hallo Ulrike. Hallo Julia. Ulrike, du bist Jahrgang 1942, hast in Berlin und Hamburg Kunst studiert. Wann hast du entdeckt, dass du malen kannst, dass du das Malen zu deinem Beruf machen willst und wie hat deine Umgebung auf diesen Berufswunsch reagiert? Ja, das fing schon so mit, denke ich mal, mit 8, 9 Jahren an, dass ich zeichnete und so merkwürdige Bilder malte. Eins davon ist mir im Kopf geblieben. Meine Mutter war sehr erstaunt. Es war ein Auge aufgemalt, ein Auge, und alles das, was ich durch ein Auge sehe, habe ich so aufgemalt. Und sie war ganz hingerissen davon, dass man sowas zeichnen kann. Und dann habe ich weiter gezeichnet und gemalt, wie alle Kinder das gemacht haben, aber vielleicht ein kleines bisschen mehr. Neben Flöten- und Geigenunterricht, den ich damals auch schon bekam, und habe meine Familie damit erfreut, dass ich immer größere Bilder malte. Ja, und so war das dann. Warst du von Anfang an von deinem Talent überzeugt oder hattest du auch Zweifel? Nee, Kinder haben, wenn sie eine gute Mutter haben, eine bejahende Mutter haben, haben sie keine Zweifel. Ich war voll von mir überzeugt und fand meine Bilder auch immer sehr gut. Manchmal habe ich dann gedacht, ach, vielleicht ist dieses Bild nicht so gut. Aber so im Ganzen war ich immer überzeugt von allem. Ja, du hast dann an der Kunsthochschule eine Gruppe von jungen Malerinnen getroffen mit ähnlichen Vorstellungen vom Leben als Künstlerin. Ihr habt euch dann zusammengetan und das Projekt Frauen malen Frauen gestartet. Was wolltet ihr damals erreichen? Ja, es war uns schon klar geworden, dass der Kunstbetrieb ein rein männlicher Betrieb ist und wir ahnten schon, dass wir als kritische Frauen, das waren lauter Bilder, ziemlich kritische Bilder und kritische Frauen, die ich da getroffen habe, dass wir mit diesen Bildern nicht im geringsten irgendwo ankommen würden und haben uns gesagt, dann schließen wir uns zusammen und in der Masse sind wir kräftiger und stärker. Und eine war besonders gut, die hat das immer alles organisiert. Und so sind wir von Hamburg nach Heidelberg, nach Berlin, nach München gekommen mit unserer Gruppe und wurden da auch sehr ernst genommen, weil wir uns wiederum mit Frauen ähnlichen, also mit Galerien zusammentaten, die auch von Frauen geleitet wurden. So hatten wir so in der Masse, also sagen wir mal in der Masse, wir waren ungefähr 10 Frauen, hatten wir Mut weiterzukommen. Wie sah denn der Kunstbetrieb so aus? Was habt ihr da erlebt? Naja, also ich zum Beispiel bin, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber hier in Hamburg von Galerie zu Galerie gegangen und habe
versucht, meine Bilder damals an die Frau zu bringen. Und das war eigentlich immer, es endete immer ähnlich. Ja, schöne Bilder, interessante Bilder, aber sie müssten noch einen Katalog machen und sie müssten noch das und ich weiß nicht was. Und letzten Endes bin ich nie von irgendeiner Galerie gefragt worden, für sie zu malen oder für sie auszustellen. Mhm. Du bist dann nach Italien gegangen und hast dich mit den Gedichten von Else Lasker-Schüler beschäftigt und hast sie bildlich umgesetzt. Dort hast du auch einen Mann kennengelernt und mit 23 Jahren hast du einen Sohn geboren, hast dich aber geweigert zu heiraten. 1966 brauchte eine Frau dafür noch eine Menge Mut. Wie war das für dich damals? Ja, ich kam ja aus einer Familie, in der schon dieses Selbstständige, das, was meine Mutter zeigte und machte in ihrem eigenen Beruf, ganz selbstverständlich war. Und ich hatte schon mit 12 Jahren gewusst, dass ich nicht heiraten würde, weil es mir so komisch vorkam, meinen Namen wegzugeben, wenn ich heiraten muss. Und außerdem sah ich rundherum ganz viele verhärmte Frauen, die in der Ehe überhaupt nicht glücklich waren mit der Ehe. Und so eigentlich sah ich überall, es gab nirgendwo Frauen, warum sollte ich heiraten und vielleicht auf diese Weise noch mehr meine Ernsthaftigkeit verlieren. Erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Zeit in Italien. Ja, ich habe einen Mann in meinen Nicht-Mann habe ich in Berlin getroffen, als ich an der Hochschule war. Und wir haben gesagt, wir fahren nach Italien und suchen uns ein Haus. Und das war wunderschön. Mitten in der Landschaft, weit weg von jeglicher Zivilisation, sage ich immer. 80 Kilometer nordöstlich von Rom. Und mein Nichtmann hat das Geld verdient und ich habe abends, wenn das Kind im Bett war, konnte ich in Ruhe malen. Und da waren mir seit langem die Gedichte von Else Lasker-Schüler in die Hand gefallen, die ich so schön fand, dass mir zu jedem Gedicht oder zu vielen Gedichten fiel mir eine Illustration ein. Ja, 3 Jahre später hast du dich dann vom Vater deines Kindes getrennt, bist nach Deutschland zurück und hast ein zweites Studium angefangen, um mit einem bürgerlichen Brotberuf deine und deines Sohnes Existenz zu sichern. Deine Mutter hat dich sehr darin unterstützt. Du hattest ja ein sehr inniges Verhältnis zu deiner Mutter, betonst du immer. Ja, du hast dann in Hamburg Musik studiert, Geige und Gitarre und bist Musiklehrerin geworden und hast dich sogar verbeamten lassen. Mhm. Das Malen geriet dann wohl in den Hintergrund und also du hast nur noch Porträts gemalt, hast du mir erzählt. Mhm. Aber dann so mit 30 Jahren kam für dich so eine Zeit der Krise, so als alleinerziehende Mutter, als Erwerbstätige und als Lehrerin mit herausfordernden Schülern ging es dir gar nicht gut. Magst du kurz erzählen, was deine Probleme damals waren? Ja, ich habe mich natürlich zwischen der Liebe zu meinem Kind, der Liebe zu meiner Mutter, der Liebe zur Musik und der Liebe zur Malerei ziemlich hin und her gerissen gefühlt und wusste manchmal, wenn ich nach Hause kam vom Unterricht, wusste ich nicht, was ich zuerst anfangen sollte. Und habe dann eine ganz dicke Therapie angefangen, weil ich dachte, auch hatte ich durch meine Mutter kennengelernt, dass man sich mit Therapie doch sehr schön an sich herannähern kann. Und das hat auch wirklich sehr gut geholfen. Ich bin durch diese Wirrnisse einigermaßen gut hindurchgekommen und
Du hast erzählt, dass du besonders Wutanfälle hattest oft und warst auch verzweifelt und es kamen auch sehr negative Erinnerungen, stiegen in dir hoch von Erfahrungen mit sexueller Gewalt, auch als Kind und als junge Studentin. Du hast dich dann dem Feminismus zugewandt, hast aber die Antworten, die Emma zum Beispiel auf die Probleme der Frauen gegeben hat, die haben dir nicht gereicht. Du wolltest etwas anderes, etwas Authentisches für Frauen schaffen. Erzähl doch mal. Ja, das ist so im Nachhinein ganz merkwürdig für mich, dass ich in der ganzen Zeit, in der ich dann, nachdem mir der Musikunterricht etwas leichter fiel, dass ich nicht mehr so viel komponieren musste, mit den Kindern besser klarkam und mir das auch richtig Spaß machte, viel mit den Kindern zu singen, weil ich gesehen hatte, dass das Singen immer weniger ernst genommen wurde. Habe ich angefangen, Porträts nebenher zu malen und dann nach ungefähr 7, 8 Jahren habe ich angefangen, mich zu ergründen in der Malerei. Ich war mir mein Objekt. Ich habe die Psychologie hat mir so viel Spaß gemacht und mich so interessiert, dass ich dachte, ich werde jetzt mal mit mir ins Reine kommen, denn das, was ich von anderen feministischen Gruppierungen kennenlernte, besonders der Emma, das hat mir nicht gereicht. Ich wollte immer an den Anfang zurück. Und das habe ich gesucht. Du hast auch erzählt, dass du das Buch von Germaine Greer gelesen hast und das hat dich sehr beeindruckt, das unterdrückte Talent. Wie hat es dich beeindruckt? Ja, das ist wie ein Kriminalroman zu lesen, ein dickes Buch, das eine amerikanische Kunstgeschichtlerin geschrieben hat. Und nach diesem Buch habe ich gedacht, so, jetzt weiß ich, was los ist, warum wir als Gruppierung Frauen malen Frauen nie irgendwo groß rauskamen, wir als Einzelne schon gar nicht, wie der Kunstbetrieb funktioniert, wie die Männer uns sukzessive von 1500 an ungefähr, wenn man bedenkt, dass Sophonisba Anguissola und Artemisia Gentileschi noch erwähnt wurden, auch von ihren Vätern, bei denen sie gelernt hatten. Damals wurden sie noch erwähnt in den Kunstgeschichten, aber dann wurden auch andere Malerinnen, die sehr viel Erfolg hatten, später zum Beispiel Angelika Kaufmann, nie im Kunstgeschichtsunterricht erwähnt. Und das hat mich so fuchsig gemacht, dass ich immer mehr dachte, so, also irgendwie muss ich jetzt meine Wut herausmalen. Und daraus sind die ersten Bilder mit meiner Faust entstanden, die ich vor mir hertrug, weil ich zeigen wollte, wir sind toll. Wir Frauen. 2003 hast du dann einen Kongress in Luxemburg besucht und hast da neue Inspiration gefunden. Was hast du damals da erlebt? Das war in Luxemburg ein Kongress inszeniert worden von unserer großen Heide Göttner Abendroth, die aus allen Damenländern Frauen eingeladen hat, die über das Matriarchat in all over the world berichten sollten. Dieser Kongress fand in einem Auditorium, so einem Amphitheater statt. Wir hatten alle Kopfhörer, weil oben über den Dozentinnen oben waren die Übersetzerinnen, sah man in den Glaskästen. Also es war wirklich für mich war es sagenhaft toll. Und wir konnten dann, also wenn eine Englisch sprach oder eine Chinesisch sprach, konnten wir super gut die Übersetzungen hören. Also wirklich wie in der Universität. Und das hat mich derartig angefasst, dass ich, wenn eine Pause war, einfach auf dem Sitz sitzen blieb und mich nicht mehr wegrühren konnte, weil mich die neuen Gedanken so angefasst hatten, dieses Matriarchat.
noch mehr kennenzulernen und zu verstehen, woran unsere Gesellschaft krankt, nämlich, dass die Frau nicht geehrt wird. Ich hatte ein uneheliches Kind bekommen und weiß und wusste, wie schlecht Frauen behandelt wurden oder werden in unserer Gesellschaft. Und nur dadurch, dass meine Familie, sprich meine Mutter, mich damals so geehrt haben und mich so aufgefangen haben, bin ich durch diese schrecklichen Erfahrungen, die ich mit Ärzten, auch mit Ärztinnen und mit dem Jugendamt gemacht habe, bin ich da gut durchgekommen und es ist mir hier nicht schlecht gegangen. Und du hast dann auch Göttinnen gemalt ab der Zeit ungefähr. Kannst du da noch mal was sagen? Du warst inspiriert von diesem Kongress und von der Matriarchatsforschung. Ja. Und hast auch Chatelhuyuk besucht. Mhm. Und hast dann eine ganze Reihe von Göttinnenbilder gemalt. Ja, ich muss zu Luxemburg noch mal eben sagen, da war ein Büchertisch aufgestellt und mir gingen die Augen über. Ich hatte so viele Themen plötzlich vor der Nase. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich wählen sollte und habe ein Buch von Dagmar Margotsdotter Fricke gewählt, mit dem ich mich, als die Tagung zu Ende war, von Luxemburg bis Hamburg beschäftigt habe und habe zum ersten Mal wirklich bis zur letzten Frage eine Untersuchung über die Menstruation gelesen und war hin und weg. Später habe ich sie dann kennengelernt und habe natürlich herausbekommen, wie sie zu diesem Thema gekommen ist. Das war die eine Sache, die ich noch sagen wollte. Und die zweite ist, dass ich über diesen Kongress angefangen habe, wie eine Wilde nur noch zu lesen. Denn diese Bewegung, diese matriarchale Bewegung, besteht in Deutschland schon seit 20, 25 Jahren, wenn nicht schon länger. Und durch Heide Göttner Abendroth sind viele, und Christa Mulak und so, sind viele Bücher zu uns gekommen, über uns, auf uns gekommen. Und das musste erstmal alles gelesen und verdaut werden. Und dabei bin ich auf ein Buch gestoßen, das von einer amerikanischen Bibliothekarin geschrieben worden ist. Und die hat über Chatelhuyuk geredet. Und das hat mich also endgültig fasziniert, dass wir Frauen, wenn wir uns zusammenschließen, super schöne Gemeinschaften haben können, unsere Kinder in Ruhe und in Frieden und ohne Kriegsgelüste und ich weiß nicht was aufziehen können. Dieses, die große Mutter von Willendorf ist also ausgegraben worden in der Nähe von Wien. Ich weiß nicht ganz genau, wann das war, 1990 oder sowas, ist sie wohl ausgegraben worden. Es gab gar kein Bild von ihr und ich habe ein großes Bild von ihr gemalt, wie ich ihr einen Kuss auf den Bauch gebe. Das war mein Anfang und dann habe ich diese Chatelhuyuk-Bilder, also Statuetten gefunden, in denen wirklich nur Göttinnen gefunden wurden. Und da war ich nun endgültig bereit, nur noch Göttinnen zu malen. Und zwar erstmal nur diese Göttinnen aus Chatelhuyuk, die dann in den Kongressen, die stattfanden, von unserer Bewegung, von unserer matriarchalen Bewegung, habe ich da immer ausgestellt und auch verkauft. Du hast auch noch mal ein Zusammentreffen mit einem Direktor der Hamburger Kunsthalle gehabt. Das war ganz lustig. Magst du davon auch noch mal erzählen? Ja, das ist in der Zeit gewesen, als ich den Kunstbetrieb immer besser kennenlernte und verstand, dass wir Frauen, wenn wir nicht mit irgendeinem Menschen aus dem Kunstbetrieb schliefen oder wir mussten ganz viel Geld haben, so wie Hanne Darboven zum Beispiel, wenn wir das nicht hatten, wusste ich, dass ich in den Kunstbetrieb nicht reinkommen würde. Und so habe ich die Sache erzwungen, oder jedenfalls glaubte ich, dass ich sie erzwingen könnte.
habe mich von der Schule 2 Stunden am Mittag befreit, habe meinen Sohn zu einer Freundin gegeben, sodass er da in Ruhe sein Mittagessen bekam, und bin mit einem meiner besten Bilder ins Auto gestiegen, habe vor der Kunsthalle gehalten, bin mit dem Bild rein an allen Stellen vorbei, an denen ich hätte aufgehalten werden können von den Damen und Herren, die auf die Kunsthalle aufpassen, und habe gesagt, nein, aber ich habe ein Date mit dem Kunsthallendirektor. Ich muss hier durch, und bin einfach durchgegangen, habe an seinem Zimmer geklopft und habe gesagt, diese Ausstellung, die Sie jetzt hier machen, Herr so und so, der fehlt noch ein ganz bestimmtes Bild, und das ist mein Bild. Und ich möchte Ihnen das jetzt geben, sodass Sie mich auch mit ausstellen. Dieser Mensch ist hinter seinem Schreibtisch zusammengekracht und hat immer nur gesagt, ja, wieso, wie kommen Sie denn hier rein? Was, ich kenne Sie gar nicht, wie, und so. Und dann habe ich ihm das nochmal versucht zu erklären. Ich war natürlich höchst aufgeregt. Und dann hat er zum Schluss gesagt, also hören Sie mal, sowas geht doch nicht. Sie können doch nicht einfach hier. Und es tut mir leid, also verlassen Sie jetzt bitte hier mein Büro. Ich habe jetzt keine Lust mehr, mit Ihnen zu reden. Ja, wenn du zurückblickst auf deine Erfahrung als Malerin, was würdest du heute jungen Malerinnen raten? Oh, das ist, ich könnte mir vorstellen, dass das einfach ist. Wenn Geld vorhanden ist, ist es sowieso einfach. Dann kann man sich gute Kataloge von seinen Bildern machen lassen. Man kann sich wie Hanne Darboven, das ist mein einziges wirklich deutliches Beispiel, man kann sich die Ausstellungen erkaufen, den Galerien Geld geben und sich da sozusagen einkaufen. Aber ich würde finden, ich würde glauben, dass wir uns als Frauen zusammentun sollten und Gruppen bilden und uns gegenseitig stärken und viel lesen, wie der Kunstbetrieb gestaltet ist, sodass wir nicht so große Enttäuschungen erleben, wenn irgendeine Galerie uns nicht haben will. Zusammentun, zusammentun, zusammentun. Das ist gar nicht so einfach. Durch die Männerpresse sind wir eigentlich gewöhnt zu denken, die ganze Geschichte mit den Frauen, dem Beruf und dem Kinderkriegen ist überhaupt keine schwierige Sache. Nein, sie ist rasend schwer. Ich würde vorschlagen, es zu machen, wie ich es gemacht habe. Ich bin nämlich bei meiner Mutter geblieben. Während ich studiert habe und während ich dann mein Kind bekommen habe. Das war eigentlich eine geniale Lösung. Und ich würde sagen, die meisten Frauen haben den Nachteil, dass sie patrilokal heiraten und dahin ziehen, wo ihr Mann seinen Arbeitsplatz hat. Da bekommen sie keine Hilfe von der Mutter. Nein, wir sollen bei unserer Mutter bleiben und uns die Hilfe holen, die wir Jahrtausende, Milliarden von Jahren auch von unserer Mutter bekommen haben in den Clans. Das ist die allerbeste Lösung. Ich bin dadurch zu einer großen Ruhe und Liebe zu meinem Kind gekommen und bin meiner Mutter bis heute wahnsinnig dankbar, dass sie mir das ermöglicht hat, in einer Zeit, in der patrilokales Heiraten oder patrilokales Wegziehen für die Frau als das Schönste galt. Ich glaube, dass wir das umsetzen sollten, denn die Großmutter ist die wichtigste Person für die Kinder. So viel Liebe und Ruhe, wie ich dadurch für mein Kind bekommen habe, hätte ich von keinem Kindergarten und von
keinen anderen fremden Leuten bekommen. Natürlich ist das alles sehr schwierig, aber wir wollen uns ja unsere Freundinnen suchen, die uns auch dabei helfen sollen. Und deswegen sage ich, ich glaube, wir sollten bei der Mutter bleiben und mit den Freundinnen zusammen uns helfen lassen, auch von Onkeln und Tanten und Schwestern. Und wir sollten zusammenhalten. Ja, Ulrike, ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, gerne.